Ali Neu fragt: Habt oder hattet ihr mal ein Haustier? Und wenn ja, wie lange und wie hieß es? Hey Schnittchen, wir sind hier gerade auf dem YouTuber Day und wir dachten, wir beantworten mal schnell Fragen. Willst du mir immer Hallo sagen? Und ja, die Frage, wie sagt's, Haustiere? Haustiere, ja, Haustiere. Ich hatte mal Meerschweinchen. Ich hatte sogar relativ viele Meerschweinchen. Und leben die noch? Nee, das war, da war ich auch noch mal kleiner. Die sind an Altersschwäche gestorben, ja. Nicht so wie Hardys Mäuse, aber jetzt habe ich vorgerufen, die irgendwann mal verschwunden sind, ja. Nee, das eine Meerschweinchen, mein Lieblingsmeerschweinchen, hieß Meerschweinchen. Boah, Meerschweinchen. Geiler. Ich hatte nie ein Haustier, meine Eltern haben sich immer mal einen kleinen Yorkshire Terrier gekauft, der hieß Sunny. Und kurze Story dazu, meine Eltern wollten mich tatsächlich mal Sunny nennen. Sunny, oh, der Sunny, oh, ja, Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Warum denn nicht? Also Dennis ist ja jetzt auch nicht so der Geilste. Doch, Dennis schon, Dennis nicht. Nee, Dennis ist scheiße, ja. Ciao. Ciao. Ich selber persönlich nur für mich alleine hatte noch kein Haustier, aber wir hatten von der Familie aus fast immer eigentlich eins. Also ganz früh, als ich noch sehr klein war, haben wir einen Hund bekommen, der hieß Murks. Den haben meine Eltern so genannt, weil der nichts als Murks in seinem Kopf hatte und sehr viel Blödsinn gemacht hat, was ich damals aber gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil, wie gesagt, ich war noch relativ klein. Der ist beispielsweise, wenn es geklingelt hat, über die Tische gesprungen und hat alles umgeworfen und solche Geschichten. Mit dem konnte man irgendwo hingehen, hat man mir zumindest erzählt. Und dann, keine Ahnung, als ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als der gestorben ist, aber dann gab es auf jeden Fall irgendwann einen neuen Hund. Den habe ich von Anfang an quasi mitbekommen, weil bin ich mitgegangen, als wir uns den ausgesucht haben, bei dem Wurf des jeweiligen, ich glaube, es war am Bauernhof. Das war ein Dackelmischling und da hatten wir mehrere zur Auswahl und da habe ich sogar den ausgesucht, den ich haben wollte und den haben wir dann Oscar genannt. Ruhe! Und das war ein tolles Tier, was ich sehr gemocht habe, mit dem bin ich auch immer gegangen, meine Schwestern natürlich auch immer. Und den hat man wirklich lieb gewonnen, aber der ist dann, wie Hunde so mal so sind, die leben ja auch nicht ewig, der ist dann leider auch irgendwann verstorben, was ziemlich traurig war. Und jetzt haben meine Eltern kein Tier mehr und ich selber habe auch kein Tier, weil es einfach zu einschränkend ist. Das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Aber wenn, dann ein Hund. Katze ist nicht so meins. Ich hatte mal einen Hund, beziehungsweise meine Familie hatte mal einen Hund. Das war ein Golden Retriever. Merlin hieß der und er ist 13 Jahre alt geworden. Ja, ich hatte ein süßes, kleines Zwergkaninchen. Und das sah aus wie Mickey Maus, deshalb hat das von mir damals den schönen Namen Mickey bekommen. Bip, bip, wir nehmen auf. Als ich noch ganz klein war, hatten wir mal zwei Wellensittiche, die hießen Snoopy und Woody, weil mein Vater ziemlich ein Snoopy-Fan war oder ist. Und dann hatten wir noch einen Tibet-Terrier in halt Schwarz-Weiß-Standard. Ein kleiner Hund, der hieß Spike und ist dann irgendwie mit 15,5 musste der leider eingeschläfert werden.